Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, wir haben endlich einen Forschungsbereich, wir haben zwei Ärzte, die Forschung betreiben können. Das läuft und wir sind dabei, auf zwei Sterne hinzuarbeiten. Hier 50 Patienten sollen wir heilen, 2000 Forschungspunkte und ja, Mitarbeiter sollen wir weiterbilden. Hier wartet ein Notfall auf uns für die Apotheke. Können wir auf jeden Fall mal angehen. Ist nur einer, der davor wartet. Ja, sollten wir hinkriegen bei 4 Patienten in 90 Tagen. Vergessen Sie den ganzen Unfug, den Sie bis jetzt gehört haben. Ich bin Sir Nigel Bickleberth und ich bin hier, um wieder Moral und Anstand über Radio Two Point zu verbreiten. Ja, wir liegen noch im Plus hier mit unserer Bilanz. Ich hoffe, das bleibt auch so. Lykanthropie wird in der Apotheke behandelt. Sehr schön, fehlen nur noch die Forschungspunkte. Und wir werden uns natürlich auch die 3 Sterne noch holen, hier in der Mitten University. So, als nächstes gucken wir mal, dass wir vielleicht das Ausdauertraining nochmal lernen. Wer kann denn da alles dran teilnehmen? Ja, Krankenpfleger macht Sinn. Vielleicht er hier noch. Pflegeschüler, die nehmen wir beide mit rein. Und ja, der leitende Hausmeister kann da auch mit rein. Der andere auch noch. Dann bilden wir die nochmal aus. Alle 20 Patienten, nehmen wir mal an. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Naja, in 90 Tagen, mal gucken. Ist ja manchmal nicht so einfach. Ja, unser Forschungsbereich. Ja, jetzt gehen sie relativ schnell hoch gerade, die Punkte. So, 4 von 4 geheilt in der Apotheke, das hat alles super hingehauen. So muss das laufen. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ja, befördern machen wir gerne. Und ich will hier auch mal so ein bisschen das Mittelding, ne? Dass wir denen ein bisschen mehr Geld geben, aber auch nicht zu viel. Ja, da wird die einfach gut gelaunt bleiben. Ja, Öffentlichkeitsarbeit hat sich auch ausgezahlt. Hier 8 Ruf kriegen wir dazu. Ich glaube, höher geht's schon gar nicht mehr. Bilde 50 Krankenpfleger aus, das Karriereziel haben wir auch erreicht. Das läuft doch schon wieder sehr gut hier. So, die Hälfte haben wir rum. Könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden. Ja, das war das Ausdauertraining. Dann gucken wir mal direkt, was als nächstes so ansteht. Ja, gucken wir mal vielleicht eher an den Kursen, dass wir uns daran orientieren. Apothekenverwaltung. Ja, würde ich den beiden nochmal beibringen wollen. Obwohl, da haben wir auch schon 4 von.
Spritzenverwaltung. Nehmen wir mal vielleicht die Behandlungskompetenz. Ja, die beiden forschen eigentlich nur, die brauchen keine Behandlungskompetenz. Dann wird es halt nur bei den beiden hier beigebracht. Ja, bei dem müssen wir mal gucken, was wir da so nehmen. Ich glaube, Ausdauer haben die jetzt. Ne, Motivation. Dann können wir denen nochmal Ausdauer beibringen. Und dann gucken wir mal, was noch so Sinn macht. Ja, Spritzenhaus, wie gesagt, erstmal nochmal nach Hause schicken, bis hier das Upgrade für die Farbtherapie erforscht wurde. Danach können wir dann gerne das Spritzenhaus einmal erforschen. Ja, ansonsten läuft es hier. Allgemeinmedizin hat immer was zu tun. Psychiater haben immer was zu tun. Ja, da bilden sich ein paar Schlangen, ein paar Gäste. Okay, heile 20 Patienten haben wir auch erledigt. Cool. Das läuft doch richtig gut. Eine 500.000 haben wir schon eingenommen hier. Haben wir zur freien Verfügung. Und unser Krankenhaus hat sogar die Stufe 13 schon. Ich frage mich, mit welchem Irrsinn BungleTech als nächstes um die Ecke kommen wird. Ich habe im Selfie-Sepsis gelesen, dass es ihnen gelungen ist. Leider können wir das noch nicht behandeln. Auf eine Kaffeemaschine. Okay, jährliche Bewertung. Da bin ich mal gespannt. Todesfälle hatten wir mit Sicherheit wieder. Ja, ansonsten haben wir hier alles abgeräumt. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir das doch hin, die Todesfälle zu reduzieren oder dass wir gar keine haben. Müssen wir mal schauen. Bleibt nicht aus hier, glaube ich, auf der Map. Weil die Leute halt nicht so sehr qualifiziert sind. Der Unterricht ist beendet. So, wo haben wir denn Ausdauertraining? Da. Ja, machen wir ruhig mal auch für den Chefassistenten. Dann kann er auch nochmal einen Rang aufsteigen. Einer ist dann noch da, der kann sich um die Patienten kümmern, dass sie hier aufgenommen werden. Können wir noch irgendwas bauen? Was haben wir denn vielleicht noch nicht? Nö, eigentlich haben wir schon alles. Ja, wird Zeit, dass wir dann hier das Spritzenhaus gleich mal erforschen. 7 Punkte noch. Dann sind wir hier fertig. Wird jetzt natürlich gerade nicht nach oben gehen, weil die sich hier auf dem Lehrgang befinden. Die beiden Forschungsärzte. Ja, schönes Team, die beiden. Zirkusproblem. 7 Patienten mit Narzissmus. Oh, könnte schwierig werden mit einem. Wollen wir mal gucken, ob das klappt hier. Ich glaube, 4 Patienten müssen wir nur erledigen. Dann haben wir das geschafft. Okay, ist auch gerade niemand anderes da. Nur der Notfall. Okay, Hausmeister und Leitender Assistent. Können wir eigentlich hier den nochmal die Geisterjagd beibringen? Okay. Befördere 3 Mitarbeiter. Ja, das sollte auch mit der Zeit klappen. Nehmen wir mal mit. So, und die Farbtherapie ist abgeschlossen. Dann können wir das Ganze hier direkt mal verbessern. Ja, und dann gucken wir hier, dass wir Spritzenhaus halt mal erforschen. Das muss sein. Entwickelt einen Apparat, der Patienten ohne menschliches Eingreifen Injektionen verabreichen kann. Sie könnten ja ansteckend sein.
Einen haben wir schon geheilt. So, die Forschungspunkte haben wir auch gleich frei. Für die zwei Sterne hier. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Dann gucken wir gleich mal, was für drei Sterne benötigt wird. Wahrscheinlich relativ ähnlich hier. Weiterhin Mitarbeiter ausbilden und Forschungspunkte sammeln. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie ich und du oder du und ich sagen sollen? Herzlichen Glückwunsch! Sie sind einer dieser ungebildeten Zeitgenossen, die das Leben unerträglich machen. Es gibt eine sehr einfache Regel dazu, die von einem Esel handelt. Aber ich fürchte, dass Sie sie nicht verstehen würden. So, jetzt warten wir noch mal kurz. Da kriegen wir wieder einen schönen Brief. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two-Point mit 2 Sternen bewertet. Ich habe gehört, dass Ihre Forschung und Entwicklung weiter vorankommt. Wie wunderbar für Sie, stürzen Sie sich in weitere Forschungsprojekte, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen. Oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation. Ja, mich würde mal interessieren, wo wir das hier platzieren können. Vielleicht auch im Allgemeinarzt. Das wollen wir mal gucken. Auch nicht. Oder vielleicht beim Psychiater. Nee, aber da können wir jetzt einen Kamin und einen Sichtschutz noch freischalten. Cool. Ja, Easy Scan 3 ist freigeschaltet. Den wollen wir dann gleich mal direkt verbessern. Ja, bildet 20 Mitarbeiter weiter. Forschungspunkte und heile 100 Patienten. Heilungsrate soll nur bei 60% liegen. Das kriegen wir locker hin. So, 2 Teilnehmer haben wir hier noch, den leitenden Assistenten und den Hausmeister. Dann wollen wir mal gucken, dass wir ihm hier die Kundenbetreuung 2 geben. Ja, wunderbar, dann ist das auch schon mal verbessert. Ja, wir schicken die Patienten immer nach Hause, damit sie halt hier bei uns nicht sterben. Bringt ja eh nichts, wenn die jetzt hier warten. Außer negative Publicity. Okay, 5 von 7 haben wir geheilt. Immerhin. Kann sich doch sehen lassen. 1265 Kudos-Punkte haben wir schon wieder. Auf der Karte warten wieder einige Karriereziele, die wir auch noch abholen können. Also da haben wir wieder einiges zum Freischalten. Reporterbesuch, ja, stimmen wir zu. Der kann ruhig kommen, sich alles anschauen. Knochigen Hintern wird auch im Spritzenhaus geheilt. Ja, momentan heißt es einfach nur abwarten und Tee trinken. Wir müssen nämlich natürlich auch warten, dass unsere Mitarbeiter jetzt hier weiter aufsteigen. Und vielleicht können wir nochmal 2 Assistenten einstellen, die wir dann weiterbilden. Von den Assistenten brauchen wir ja meistens mehr als von Ärzten. Witzigerweise sind die Assistenten in den meisten Räumen vorhanden und werden dort benötigt. So, gucken wir mal. 5 Teilnehmer haben wir jetzt hier wieder. Gucken wir mal, dass wir Motivation beibringen. Das können wir nämlich, glaube ich, bei allen mal machen. Auch bei der Ärztin ruhig. Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von Nur ein Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. Nur ein Shampoo. Es reinigt Ihre Haare, aber es verändert nicht Ihr Leben. Das ist Radio Two Point. Instandhaltungsdurchsage. Toilettenmöglichkeiten.
müssen regelmäßig gewartet werden. Okay, cool. Das Spritzenhaus haben wir erforscht. Da sagen wir mal direkt auch Upgrade, dass wir das gleich erweitern können, bevor wir dann das nächste Haus oder die nächste Therapie hier erforschen. Das sieht da auch spacig aus hier, das Ding. So, ein Abfalleimer, ein Arzneischrank. Na klar, auch wieder ein Heizkörper. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Weiterbildung abgeschlossen. Was können wir denn hier noch so reinhängen? Ja, passt jetzt irgendwie nicht so unbedingt dazu. Verbreitet Sommerlaune hier die Palme. Ja, gucken wir mal, dass wir hier vielleicht auf Prestige 4 noch kommen. Können wir denn hier noch so platzieren? Das Ding vielleicht nochmal und vielleicht sogar noch ein Skelettmodell. Ein Arzt in die Forschung. Fehlt immer noch was. Okay, dann platzieren wir hier auch nochmal einen Arzneischrank hin. So, da kommen wir auf 4. Wunderbar. Zwei Leute wollen wieder befördert werden. Befördere 3 Mitarbeiter. Haben wir dann leider jetzt nicht erreicht. Haben wir, glaube ich, zu lange gewartet gerade. Da hat uns der Bau des Raumes ein bisschen abgelenkt. Okay, dann denke ich, reicht die auch normaler. Genau, das sieht besser aus. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, und hier unten haben wir dann nochmal Platz für, ja, ein, zwei Räume. Müssen wir mal gucken, was denn da so noch hin kann. Uns auch mal anschauen, was hier passiert. Sehr gut. Rein in den Po. Ja, auch Öffentlichkeitsarbeit zahlt sich wieder aus. 100.000 haben wir verdient. Mitarbeiterwunsch erfüllt. Ja, das läuft auch schon wieder alles recht gut hier. So, Ausbildung muss weitergehen. Wen haben wir denn hier? Okay, du kannst ruhig mal Psychiatrie 3 lernen. Heute hörte ich, wie sich zwei Jugendliche erdreisteten, über ein Werbeplakat für diesen Radiosender zu spotten. Und können Sie sich das vorstellen? Sie wussten nicht einmal, was Radio bedeutet. Ich werde euch sagen, was Radio bedeutet, ihr hirnlosen Rabauten. Es ist ein Leuchtturm der Klasse und Integrität. Es ist das Zuhause des edelsten Berufsstandes auf diesem Planeten. Und es ist das am schnellsten wachsende Kommunikationsmedium für Leute mit einem dreistelligen IQ. Und nun folgt etwas äußerst grässliche Werbung. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Ja, wollen wir mal gucken. Hier ist ja nicht ganz so viel los. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ich glaube, da brauchen wir nicht nachjustieren, dass die Notfälle zuerst bearbeitet werden. Sollen wir alles hinkriegen. Ja, ist natürlich ein bisschen Verschwendung, wenn jetzt immer nur einer ausgebildet wird. Aber die Leute müssen auch erstmal befördert werden und neue Erfahrungen sammeln, bevor hier die Ausbildung weitergehen kann. Sehr schön.
3 haben wir schon geheilt und 4 sind noch übrig. Also einen noch mehr, dann haben wir das schon in der sicheren Tasche. So, hier kann mal ein Mechaniker kommen, das mal reparieren. Ja, der fehlt noch ein bisschen was. So, 43.000 sind wir hier im Plus. Also alles bestens. Weiterbildung abgeschlossen, dann können wir dann direkt mal gucken, was als nächstes kommen kann. So, ihr drei, euch fehlt noch was. Was haben wir denn hier? Nachwuchsschwester oder Krankenpfleger? Vielleicht mal die Stationsverwaltung ruhig. Ja, ich habe es jetzt auch gelassen, die Leute teilweise einzuteilen hier. Weil wir haben eh nur die eine Station und die eine Apotheke. Dann reicht das auch, wenn da die beiden arbeiten, die wir eh schon eingestellt haben. Wir können ja nochmal gucken. Genau. Also die arbeiten in der Station hier, die sind schon relativ gut. Da warten wir noch auf den letzten Stern. Und hier bei denen, ja, die haben die Apothekenverwaltung gelernt. Und der Rest, der kann halt machen, was er möchte. Ich kann vielleicht nochmal sagen, dass die jetzt nicht unbedingt hier arbeiten sollen und dort. Doch, ihr könnt da noch arbeiten. Ach, ist glaube ich Quatsch, das jetzt zu machen. So, 6 von 7 sind geheilt. Wunderbar. Weil wir haben das Ganze hier eh schon in der Tasche. So eine Feinjustierung kann man machen, wenn man ja irgendwie ins Stocken gerät. So, keine Todesfälle. Ja, noch kein Mal gewonnen. Dafür alles andere. Wir haben keine zu vielen Hausmeister. Ich sehe immer noch Pflanzen, die vertrocknen. Das darf nicht sein. Ich wollte Vorbereitungen für mein eigenes mögliches Ableben treffen. Und wie immer im Leben muss man das, was man kaufen will, vorher testen. Nachdem ich 3 Stunden lang in verschiedenen Särgen Probe gelegen hatte, entschied ich mich für einen reizenden Sarg aus holzwurmresistenter Eiche. Eine echte Empfehlung. Die jährliche Prüfung steht bevor. Was wir nochmal machen können, ist zu sagen, wo die mit der Spritze zum Beispiel nicht arbeiten dürfen. Nur die mit der Spritze dürfen da rein. Patient tot. Weil sie es einfach besser können. So, wir haben die 1 Million geknackt. Nicht 10 Millionen, 1 Million. Ja, super. Heile 100 Patienten haben wir auch gleich voll. Fehlt dann halt nur noch die Weiterbildung der Mitarbeiter und die Forschungspunkte. Das wird alles mit der Zeit kommen hier. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Dann schauen wir, dass wir die restlichen Ziele auch noch erfolgreich bestreiten hier und die 3 Sterne holen in der Mitten University. Ja, bis dahin.